I'm turning around, round, round, following my feelings, crazy, narrow bound, searching for brothers in arms. Turning around, round, round, following my feelings, crazy, narrow bound. Here we are, here you are, here I am, moving towards invincibility. Ja, hallo Leute, wir grüßen euch heute Outdoor mitten im Herzen des Fichtelgebirges. Ja, ich bin hier mit den Rekruten, geile Typen, die werden euch heute mal zeigen, was sie im Sack haben oder auf dem Kasten, wie man sagt, keine Ahnung. Und ich bin gespannt, ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber ich denke, es wird interessant. Freut euch schon, bye bye, bis gleich. Also wir werden heute hier unser Biwak errichten, also quasi ein Nachtlager, stellt dann jeder sein Zelt auf. Basti hat sein Bundeswehr-Einmannzelt dabei, oder Zweimannzelt ist es, glaube ich, oder? Ja. Zweimannzelt. Ich habe ziviles Einmannzelt dabei und der Stefan hat sein holländisches Einmannzelt dabei. Das werden wir jetzt hier aufbauen, wenn wir hier nachts über verbringen bei aktuell minus 3 Grad. Ja, ich kann das bestätigen. Wir haben locker minus, jetzt schon minus 6 Grad, glaube ich. Und ich denke, da hat er ein bisschen untertrieben, denn heute Nacht werden es mit Sicherheit wieder minus 15 Grad hier im Fichtelgebirge. Dann mal los. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du, ne? Ja, alles klar. Später beim Abspannen bringt dich ein bisschen. Scheiße, nein. Ich bin so bescheuert. Ich habe das Gestänge. Das habe ich aus der Tasche mit raus und hab's vergessen. Scheiße, aber macht nichts. Du kommst mit zu mir rein. Wir bauen es zusammen auf. Danke, ich habe meine Plane vergessen. Wir nehmen dein Zelt als Bodenplane. Ja. Und verbringen die Nacht dann zu zweit drinnen. Genau. Ist kein Problem. Machen wir. Alles klar. Hand drauf. Hand drauf. Okay, gut. Du könntest schon mal anfangen, die andere Seite hier zusammen zu knöpfen. Innen und außen. Innen und außen. Ja, innen und außen. Das sind zwei hier. Genau. Das ist die erste. Ja. Ich sollte mit Stefan mit Hilfe brauchen. Meld dich, Stefan. Irgendwas stellt mich dabei. Das ist ja der Eingang und Ausgang.
Ja, das passt. Das sind die Stangen, die kommen hier rein. Auch von den Löchern. Gell? Passt. Passt, okay. Okay. Ja, stimmt, also die zwei Ösen aufeinander und dann anfangen zusammenzufassen. Ja. Ich bereite schon mal die Heringe und die Stangen für die Mitte vor. Stangen dabei? Ja, Stangen habe ich dabei. Für Anfang und Ende. Die werden zusammengesteckt. Größer als gedacht? Ja. Ich muss noch hochziehen. Das schaut gut aus, oder? Ja. Stefan, läuft bei dir alles? Ja, beim Stefan läuft alles. Der ist wieder fast fertig. Ja. Ich schau mal schnell. Der Stefan hat da ein Zelt aus Holland, aus den Niederlanden. Das hat er sich von eBay besorgt. Hat er schon aufgebaut. Das Ganze ging innerhalb von 2 Minuten. Sieht gut aus. Ein Mann-Zelt. Und die Qualität stimmt auf jeden Fall. Gehen wir mal rein hier. Ja, von der Höhe her schaut es gut aus. Ja. Der Christoph und der Sebastian, die bauen gerade eine Zeltbahn auf von der Bundeswehr. Hab gerade den Gesprächen gelauscht, die beiden hatten. Und die haben gesagt, dass das niederländische Zelt, das hier der Stefan aufbaut, viel besser ist wie das von der Bundeswehr. Ja, hier. Okay. Alles klar. Perfekt, okay. Ich verschmor das Ganze. Ja. Ich bin gleich soweit. Ja, ich sehe schon, hier wird improvisiert auf Teufel komm raus. Aber auch das macht einen Buschkrafter aus, ne? Das Improvisieren. Auf jeden Fall. Ne? Fehlt ein Hering, fehlt ein Splint. Na gut. Ne? Okay. Bist du soweit? Ja, das sind uralte Bestände von der Bundeswehr. Die Jungs improvisieren hier auf Teufel komm raus. Aber das macht einen Buschkrafter aus. Das macht Survival aus in Situationen, wo man sagt, okay, hier fehlt was, das ist nicht so richtig, wie es sein soll. Da ist Not am Mann, da improvisiert man, das machen die klasse. Ja, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das ist besser, wenn wir jetzt Hacke, ja. Ein bisschen den Tomahawk anspitzen auf dem Stumpf da hinten. Ja. Okay. Ja, perfekt. Sau scharf das Ding. Gott sei Dank ist es dabei. Steffen, du hast die ganze Abspannung. Ich weiß ja, dass das was fehlt. Weil ich habe dazu eigentlich genommen, um das hier zu erhöhen. So, passt. Ordentlich. Ja, zieh weiter. Mit schön Spannung. Genau. Man kann es nicht weg. Hält's bei dir?
Drei pro Seite. Ja. Kannst du bei dir auch schon mal anfangen mit der Seite, dass ich ungefähr weiß, weil ich hier einen scheiß Baum habe? Schön, richtig schön auf Spannung. Richtig schön ziehen, so viel wie geht. Ist gut? Ja. Okay. Nice. Der Boden ist zwar gefroren, aber kommt trotzdem noch durch. Ja. Auch mit den Hintern? Den Hintern erst? Ja. Hier, bei dir. Ja, da haben wir auf jeden Fall zu zweit Platz. Ja. Jetzt kann man das hier noch aufspannen oder du machst es dann für die Nacht zu. Ja. So. Okay, dann haben wir noch hier die Mitte noch. Ja. Ja. Das ist alleine. So, das ist jetzt die Zeltbahn von mir. Ich stopp mir nicht auf. Okay. Okay. Ja, es ist geil. Das langt voll. Das reicht voll und ganz aus. Das ist gut. Da kommen wir. Das ist gut, ja. Saubere Arbeit. Auf jeden Fall. Nacht ist gesichert. Ja. Wird zwar kalt, aber mit Feuer. Besser so ein improvisiertes Zelt als gar keins. Ja. Frag wieder Fachbegriffe für. Ja. Warum hast du dir hier die Augen da schwarz gemacht? Weil durch das Sonnenlicht in den Schnee wird man leicht geblendet. Und das absorbiert dann die Sonneneinstrahlung, damit man nicht nur geblendet wird. Und woher weißt du das? Das stand in einem Survival-Buch drin. Okay. Ich habe es das erste Mal ausprobiert, scheint aber zu funktionieren. Ja, gut aufgepasst. Stimmt. Ja. Und würdest du heute die Nacht hier pennen in dem Zelt? Wenn ich ganz ehrlich bin, bei minus 17 Grad bei uns, ohne Bodenplane, der reine Tod. Und was würdest du machen, wenn du jetzt schlafen musst, hast keine Plane, wie würdest du dir weiterhelfen? Da es noch tags ist, gut Nachmittag, tagsüber, würden wir uns lieber eine Höhle suchen und dort nächtigen. Man könnte aber eventuell auch in das übrig gebliebene Zelt, könnte man eventuell Fichtenäste reinstopfen. Ganz genau. Eine Matratze hat. Ganz genau. Ja, hatte gerade eine kurze Fachsimpelei mit den Jungs, mit den Rekruten. Die haben auch Hängematten dabei, aber Hängematten haben einen Vor- und einen Nachteil. Vorteil ist natürlich, dass man eine Hängematte überall aufschlagen kann. Da braucht man keine Waagrechte, also keine Ebene. Die kann man am Hang aufschlagen, während man so ein BW-Zelt hier, ja, diese beiden Schrägdächer, nur da aufschlagen kann, eigentlich, wo es wirklich eben ist. Im Notfall, wenn es hier durchzieht, kann man hier immer noch Schnee aufhäufen. Das, ja, Ganze zu verdichten. Da ist das da auch gegen uns, das runtergeht. Ja. Okay. Stefan, alles klar? Ah, der Stefan hat noch was. Ein kleines Feuerwehr zum Beispiel. Könnten wir eigentlich machen. Jetzt ist eigentlich ein Feuer angesagt und was man im Sommer hier noch machen kann, ja, das ist auf jeden Fall eine Regenrinne außenrum. Das, ja, stimmt, ja. Wenn es da regnet, das kommt das Wasser von oben runter und läuft dann unter eurem Zelt durch. Das heißt, dann machen wir hier entlang eine Regenrinne, ungefähr 20 cm tief. Die lassen wir hier nach außen abfließen. Stefan hat Proviant dabei. Es ist Bitkocher, ja, der bei der BW starnmäßig mitgeliefert wird hier. Ein Baguette, so wie ich sehe, Vive la France, und Sardinen, geile Sache. Jo. Wollen wir eine Brotzeit machen? Gerne. Auf jeden Fall. Super. Ja, das sind ja wirklich die uralten Spitwürfel hier. Brennen die überhaupt noch? Ja, ja, die brennen noch. Hat sich auch drauf. Hast du die vom Zweiten Weltkrieg noch hier? Ja, wir ziehen. Was machen jetzt? Jetzt brennt es, ja. Der gute alte SBT hier. Okay. Gut? Perfekt. Der Christoph hat sich da die Augenlider unten schwarz gemacht, ne? Natürlich gut gegen Sonneneinstrahlung, aber ich sehe schon die Kommentare hier unten. Der Christoph sieht ja aus wie eine Drag Queen. Aber ist wirklich gut. Aber Humor haben wir. Wir lachen oft und viel und gerne, ne? Stimmt, ja. Bingo.
Bitteschön. Leute, der Stefan macht die Sardinen heiß. Habe ich noch nie probiert in meinem Leben, aber fühlt sich gut an. No coffee, no worky. Tag ist gerettet. Und voilà. Break the bucket. Hatte ich mal ein Messer hier? Hoppa. Ging jetzt auch schon. Ja. Weißt du, was die Korsen machen? Was machen bevor die? Sie im Brot aufschneiden? Kreuzen. Hier. Echt? Kreuz rein. Das heißt, das Brot ist, kommt von oben, kommt ja. Von Gott. Ne? Hoppa. Darf man das essen? Ja. Ah, hoppa. Danke dir. Einmal. Zweimal. Dankeschön. Stefan und ich teilen. Ja. Aber die heiße Sardine gönne ich mir nicht. Ich mach mal lieber die auf hier. Was ist das? Tee oder? Das ist Tee, ja klar. Klar. Schön. Machen Sie auch eine auf. Auch mal, Leute. Mir gut. Wo hast du die Sardine her? Aus dem Lärm. Erzählen. Wird heute wieder saukalt. Ja. Auf jeden Fall. Bin heute Morgen raus zum Bäcker gelaufen. Minus 16. Ja. Bei uns gestern minus 18. Und das hört. Da gibt es Anwaltsbriefe. Nein, machen wir nicht. Schau, ob du Maden findest. Doch. No coffee, no worky. Wie ich gerade gesagt habe, wir sind zwar nicht die Besten, oder nicht immer die Besten, aber wir sind die Lustigsten. Ja, auf geht's. Hier ist noch eine Sardine da. Ja. Ne? Habe ich vorhin den Jungs schon erzählt. Lehrgang in Montlouis unten in Collioure, da haben wir die Sardinen roh gegessen. Die waren noch gelebt. Tot machen durch Kopfbiss und dann runter damit. Ne? Der Fischgeschmack ist pervers, aber wenn du drei Tage nichts gegessen hast, was soll's? Oder die Gams? Ja. Muss jetzt schnell die Sardinen essen, bevor die festfrieren. Jetzt haben wir eigentlich... Zum Schlafen, wir haben zum Essen, wir haben Kaffee, alles klar. Was noch fehlt, ist, ja, ist eine Lady. Ne? Oder ein hübscher Boy. Nee. Ganz nee, bestimmt nicht. Brauchen wir nicht. Ich sehe schon die Kommentare hier unten wieder. Nee, ich will es gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Stefan, schmeckt's? Ja. Das gibt Ärger, der Spruch. Nein. Ne? Das geht an uns total vorbei. Noch. Wir sind nicht auf einer einsamen Insel. Ne? Noch nicht. Gutes Zeug. Ja. So, was machen wir nächste Woche? Gute Frage. Nee, nächste Woche bin ich wieder dran. Da wird Action Baby. Ne? Ne? Barfuß wieder? Na. Barfuß, räumst du? Ne? Da werden wir nackig ein Zeltbahnpaket bauen. Ne? Und über den Fluss schwimmen. Flussüberquerung. See. Ein See. See? Ja. See ist ja genug bei uns. Mit den Temperaturen viel Spaß. Ne? Ich meine, ausgesetzt in der Wildnis gesehen, da hat er dann in der Arktis war, das musste einen Fluss überqueren. Und wer war da? Bear Grylls? Bear Grylls, genau. Bear Grylls. Hat er sich dann nackt ausgezogen, seine ganze Ausrüstung, Klamotten in den Rucksack rein, ist dann in der Arktis bei minus 50 Grad durch den Fluss durchgeschwommen. Das stimmt. Und dann ist er raus und hat sich schnell ein Feuer gemacht. Ja, weil er kurz vor Verrecken war. Ja. Ich habe aber Bear Grylls, habe aber rausgekriegt, dass der Junge nie was macht, was wirklich risky ist, weil der hat immer ein Team dabei, da ist immer ein Arzt dabei, da ist ein Hubschrauber nicht weit weg. Also nicht, er kann sofort evakuiert werden, alle Mittel der Kommunikation sind da. Also das sieht man natürlich nicht im Bild. Aber der geht ja wirklich nicht das große Risiko ein, weil der kann sofort ausgeflogen werden. Also nicht so wie zum Beispiel Neberg, der mit 70 Jahren allein sich noch aussetzen hat lassen im Urwald. Ohne irgendwas. Nee, Neberg ist tot. Ja, ohne irgendwas. Und da gab es keinen Hubschrauber, da gab es keinen Arzt, da gab es nichts. War das 90 Tage? Wenn der von der Schlange gebissen worden wäre, aus die Maus, ne, von einem Buschmeister, der dir nachläuft und den siehst du nicht, oder von der Fer de Lance, Lanzenotter, finito. Und so ein Risiko hatte Bear Grylls nie eingegangen. Ne? Und deswegen hat er, am Anfang habe ich auch gedacht, was für ein cooler Typ, aber wie ich dann erfahren habe, dass eigentlich, geht was schief,
Kann eigentlich nichts schief gehen. Ist immer was dabei. Da habe ich gesagt, okay, naja. Kocht halt auch bloß mit Wasser. Ja. Aber das machen wir vielleicht alle. Ne? Brot und Spiele, Entertainment. Ne? Der Nebeck, das war doch der, wo den überfallenen Igel oder was das war? Nebeck war der erste Mann, der Survival in Deutschland bekannt gemacht hat. Der hat Survival in Deutschland bekannt gemacht. Der hat tote Igel von der Straße gekratzt und gefuttert. Ne? Und hat damals, glaube ich, damals Deutschland zu Fuß durchquert, ganz Deutschland, und hat von dem gelebt, was er gefunden hat. Ne? In der Natur. Krasser Typ auf jeden Fall. Ganz krasser Typ. Mr. Survival. Ne? Oder Survival hat man den genannt. Survival. Ne? Okay. Ja? Den letzte krumme Brot im Christoph noch wegfuttern. Ne? Aber ja. Und die nächste Survival-Generation ist hier. Ja. Ah, ja, klar. Ne, ja. Hopp. Keine Konsole. Was ist da drin? Schnaps. Wasser oder? Wasser. Wirklich? Frag lieber Meile. Ich sag's euch nicht. Nee, oder? Bei dem Zeug wird man blind. Der gute Mondschein. Ja. Gut, nächste Woche. Samstag. Ja, wie gehabt. Und könnt ihr schon mal vorbereiten. Wird harter Tobak. Ne? Ich verrate nichts, aber ja. Okay. Ne? Da war der Barfußlauf. Kickerlitz dagegen. Kinderkram. Ne? Ne? Hey, ihr seid bekannt, ihr habt jetzt einen Anspruch. Ne? Machen wir. Ja, ja, hey, oh. Sind wir dabei. Dabei. So, Coffee. Also wir sind mittlerweile in der ganzen Umgebung sind wir bekannt. Ja. Ja, das kennt jeder mittlerweile. Egal, wo wir hingehen. Schlagen euch die Frauen und die Mädchen noch nicht die Türen ein? Noch nicht, das kommt aber sicher nicht. Das ist noch ein Hering. So, doch, da hinten. Als das geht, nimm mich, der ist in dem Stab drin. Stimmt, in dem Stab. Muss mal schauen, wie das richtig aussieht. Stimmt online. Ja, ich habe mich mal in die beiden Zelttypen reingesetzt oder reingelegt und mal ausprobiert, von innen mal ein bisschen geschaut. Und ganz klar, ich meine, mein Favorit ist auf jeden Fall das holländische Zelt gewesen. Locker, das ist rundum geschlossen. Und das andere, das von der Bundeswehr, das sind eigentlich nur zwei Zeltbahnen zusammengebastelt oder zusammengelegt oder ja übereinander geschlagen zu einem Zelt, zu einem Einmannzelt. Das kommt natürlich schlechter weg. Ja, und ja, das ist schon was für Männer, nur die Harten kommen in den Garten hier. Ja, und das Zelt aus den Niederlanden kann man halt auch rundum schließen mit Reißverschluss. Das ist ja wind- und wasserdicht, würde ich sagen. Während die Zeltbahnen von der Bundeswehr, naja, okay, Gewöhnungssache. Ja, also für Jagdkommando im Sommer gut gedacht, aber im Winter bei minus 16, wie wir es hier haben, ja. Nein, danke. Na. Wobei ich mir jetzt natürlich vorstellen kann, dass es bei der Bundeswehr auch Ein-Mann-Zelte gibt. Ja? Nicht mehr diese Schrägdächer, diese Zeltplanen, sondern wirkliche Ein-Mann-Zelte, die man auch zumachen kann, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr ja was und könnt mich da mal ein bisschen beraten. Ja, ich bin da gar nicht beratungsresistent, sondern alles, was Informationen ist über Outdoor, Buschkraft, Survival, Bundeswehr, ja, nehme ich gerne an. Und ja, danke dafür. Gar nicht so leicht mit kalten Fingern das da durchzubekommen durch die Öse, aber es geht. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Ich will noch schnell deine Hacke und steck's mit. Jo. So, den da rum. Fertig. Einmal drehen. Turn round, 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 following my
Here we are, here you are, here I am, moving towards invincibility.